Na gut, nochmal das Ganze. Was genau habe ich jetzt verpasst? Das Inventar ausmisten. Das wollte ich hier bei dem Kristall machen, oder? Da oben sind wir in eine Fallgrube reingestraft und da waren die Schleime. Das Schild kann hier bleiben. So. Leerer Sack kann eigentlich auch da bleiben. Das ganze Wailer-Zeug. Das Schwert hat nur noch eine Ladung. Brauchen wir auch nicht. Die Ninja-Sterne. Wo sind unsere Steine? Da sind unsere Steine. Dann brauchen wir auch die Ninja-Sterne nicht. So, die können auch weg. Feuer- und Giftbomben können auch weg. Die ganzen Glasflaschen können da mal rein. Obwohl ich ein paar davon zu Heiltränken verarbeiten sollte. Haha, ein paar. Wir haben eh nur noch 3 Heilkräuter. Das ist echt erbärmlich. Na gut. Nicht bei den Schleimen runterspringen und bei den Ogern nicht zu sehr versagen. Dann müsste das auch hinhauen. Ich hoffe einfach mal, dass wir demnächst neue Kräuter finden werden. So, eins noch. So. Also, Wählerrüstung, ein paar Bomben und das Schwert haben wir beim Kristall deponiert. Rumpelkammer Nummer 10.012. Einmal Licht. Schild wieder ran. So. Da oben. Warum haben wir die Tür eigentlich aufgemacht? Da gucken wir gleich mal. Oh. Jaha. So erwischt uns nicht. Langsames Gesicht. So. Ah, wir haben es nicht aufgemacht, weil 2 Schnörkelschlüssel fehlten. Ja, das erklärt es natürlich. Und dich? Haben wir nicht aufgemacht, weil wir erst dahin wollten? Nur mal kurz reingucken. Oh, oh. Fackel nehmen wir erstmal mit. Wurfäxte auch. Die Drachen sind ein wenig ominös. Also selbst wenn ich nicht wüsste, dass hier eine Falle wäre, wegen dem letzten Playthrough, wäre mir das hier ganz schön unheimlich. So, die ganzen Fackeln kommen erstmal alle mit. Schalter an den Wänden sind hier keine. Und ich höre Krabbelviecher. Wie kann ich hier Krabbelviecher hören? Wird das hier lauter? Ja, hier ist es lauter. Also kommt das von da hinten? Ah, ist okay. So, ich weiß aber nicht mehr, was genau passierte. Machen wir es einfach. Irgendwas schreit da. Wow. Ah, okay. Das war gemein. Weil diese doofen Tentakelviecher auch den Weg blockieren. Ja. Ich bin echt nur noch am Sterben. Das kann nicht angehen. So. Schnelles Ausmisten. Und schnelles Tränkebrauen. Und schnelles überhaupt. Komm schon. Zack, 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 zack. So. Jetzt ignorieren wir die Tür auch. Wie wir es wahrscheinlich vorher hätten machen sollen. Und gehen einfach zurück zu den Ogern und Grünlingen. Obwohl, dann werde ich beim nächsten Mal wieder vergessen, was hinter der Tür war. Und nee, nee, nee. Komm, das machen wir jetzt gleich. Wir müssen darauf achten, dass wir den Tentakeln ausweichen. Dass wir nicht bei diesen Gittern stehen bleiben. Und am besten aus dem Raum ganz schnell rausrennen. So, Fackeln können wir auch erstmal hängen lassen. Das ist Wayne. Also. Hier sind die Gitter, da kommen die Tentakel raus. Und da kommen die Mönche. Das heißt, ich schnappe jetzt den Schlüssel und laufe rückwärts, so schnell es geht. Aus diesem doofen Raum raus. So. Das habt ihr davon, dass eure Teleportertechnologie so langsam ist. Also durchatmen. Wow. Und einzeln töten, wollte ich sagen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der... Autsch. Dass der andere da nicht gleich rauskommt. Oh, das ist nett, danke.
bist ein sehr zuvorkommender Mönch. So, Schild ist schon mal weg. Sehr schön. Und dein Kumpel bringt mir gleich auch noch um. Ding, 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 ding. Ah, da ist er. Da kommt gleich bestimmt so ein Tarkadin wieder. Giftbolzen. Pah. So, die Tentakel könnte man natürlich auch einfach ignorieren und weglaufen. Also, ignorieren und nicht wieder hingehen, weil da ist ja eigentlich nichts mehr außer die Wurfäxte. Aber das sind alles Erfahrungspunkte. Und da wir doch ein wenig öfters in letzter Zeit sterben, sollten wir alles an Erfahrungspunkten mitnehmen, das wir können, um noch ein, zwei Level rauszukitzeln. So. Na, warum kommst du nicht raus? Und schon keine Ausdauer mehr. Auch die Frage, wie viel das für eine Viecher überhaupt waren, das ist schwer zu beurteilen. Weil ein und dasselbe Ding kann ja überall rauskommen. Aber ich glaube, es waren zwei. Jo. Mindestens zwei. Jetzt habe ich aber eben gar nicht drauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. Also ob sie das wirklich überhaupt lohnt. Haben wir das richtige Amulett an? Ja, haben wir. Oh, Essen wird knapp. Wir haben keins dabei. Also das nächste Essen, was wir finden, sollten wir nicht wegschmeißen, wie ich das normalerweise mache. Sondern gleich mal verputzen. So. 320 Erfahrungspunkte. Ja, haben oder nicht haben. Oh. Es gab noch eine Nummer 3. Und wir haben trotz nicht vorhandener Energie einen Critical gelandet. Also, dass man keine Spezialfähigkeiten einsetzen konnte, wusste ich. Aber bei kritischen Schaden war ich mir nicht ganz so sicher. Aber ist ja auch mal praktisch. So, eine Fackel nehmen wir mit für etwaige Rätsel. So, den Rest lassen wir einfach da. Oh, es gab sogar eine Nummer 4. Okay. Den lassen wir uns doch nicht entgehen. Wie viel fehlt eigentlich noch? Ja, ist nicht mehr viel. Auch wenn das... Wir haben so und so viel, aber steht nicht, wie viel man noch braucht. Eine Menge. Ich weiß gar nicht... Was zur Hölle? 5? Okay. Das sind mal eben 1500 Erfahrungspunkte, die wir uns durch die Lappen hätten gehen lassen, wenn wir den Raum hier ignoriert hätten. Also, nachdem die Mönche tot waren. Und langsam 6. Okay. Oder es sind unendlich viele? Nee, aus den alten Gittern kommt nichts mehr raus. Na gut, dann habe ich mit 2 doch ein wenig daneben gelegen. Aber umso besser. Der ist gleich auch noch tot. Dann huschen wir wieder zum blauen Kristall, damit ich nicht wieder sterbe und das Ganze nochmal machen muss. So. Die Äxte nehmen wir auch. Ach, die habe ich schon eingesammelt. So, da wollen wir nicht lang. Wir wollen... Wow. Okay. Dass wir den Schnörkelschlüssel genommen haben, hat also nicht nur den Raum beeinflusst, sondern die ganze Etage anscheinend. Oder zumindest das nähere Umfeld von dem Raum. Ach ja. So an sich ist ja zwischendurch ganz nette Erfahrungspunkte. Aber ich denke mal, wenn wir panisch vor irgendeinem Ogre weglaufen, dann können wir das nicht unbedingt gebrauchen. So, hier schon mal rein. Platz sparen etc. Und wo ist der blaue Kristall? Der müsste hier sein. Ding. Lag da gerade was? Achso, nur die Sachen, die ich letztes Mal aussortiert habe. Ah, okay. So, da waren die Schnörkelschlüssel. Da oben muss ich hin. Auch wenn wir tierisch Hunger haben inzwischen. Also es ist schon rot. Das ist gar nicht gut. Wo ist so ein kleiner blauer Dino, wenn man ihn da braucht? Die hier sind leider nicht essbar. Jedenfalls nicht so auf Anhieb.
Na, komm her. 75 Erfahrungspunkte, das ist doch albern. Oh naja, die Masse macht's bei denen. Hm? So, ich versuche mal nicht direkt zu dem Ogre zu laufen. Und zu seinem Kumpel. Sondern erstmal zu gucken, ob hier irgendwo in der Nische vielleicht was zu essen liegt. Oh, oder waren auf diesem Speicherstand die Ogre schon tot? Nein, waren sie nicht. Das ist eine Fallgrube, da wollen wir nicht rein. Wir konnten dich nicht in eine Fallgrube lotsen, oder? Komm mal her. Komm schon, stirb schnell, ich will mit dem Ogre spielen. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich, dass er da hinten ist und dann hier hinstürmt. Aber was können wir nochmal hinkriegen? So, komm hierher. Genau. Jetzt machen wir das Ganze auf der Seite. Dreh dich um und stürm uns an. Mist, geht nicht. Ah, schade. Aber ich glaube, das Experiment habe ich schon mal gemacht. Ting. Schadenspunkte. Und das, obwohl wir so eine gute Axt haben und Maximal-Skill mit Bonus, Überskill und überhaupt. Schon ärgerlich. Aber ist halt ein Ogre. Au, das war knapp. Komm schon, richtig schön Rampage oder so. Das sind 3 Schadenspunkte. 0. Ja, 0 ist definitiv wenig. Komm schon. Aber wenigstens einen kritischen oder einen Chop, irgendwas. Na also, 70. Daneben hauen ist noch schlimmer. 2-mal daneben hauen ist noch viel, viel schlimmer. Komm schon. Kritisch, sehr schön. Irgendwie sind die anderen Ogre schneller gestorben. Oh, da ist ein zweiter. Au. Ja, nicht ablenken lassen. Ich würde mich aber jetzt ungern irgendwie hier einkeilen lassen. Weil ich weiß ja nicht mehr, was der andere Ogre gerade macht. Es kann ja sein, dass der gerade mich aufs Korn nimmt. Auf mich zustürmt und dann merke ich noch plötzlich, puff, tot. Das wäre irgendwie. Ja. Mann, wie viel hältst du aus? Doofes Ding. Oh, es kann sein, dass wir wegen dem Hunger so wenig Schaden machen. Ich habe noch nicht wirklich drüber nachgedacht, was der Effekt von Hunger überhaupt ist. Ich dachte, man hätte dann weniger Stamina oder regeneriert langsamer oder so. Oh, ein Säcklein. Was hast du denn da drin? Heilkräuter, sehr schön. So, was kann da hin? Jetzt habe ich gerade aus Versehen einen Heiltrank getrunken. Schön. Heilkräuter gewonnen, Heilkräuter verloren. Und ich höre den nächsten Ogre stampfen. Jetzt ohne Essen und ohne alles gegen ihn ankämpfen. Das wird doch wieder ewig dauern. Oh. Beschmeiß dich mit dem Hammer deines Kumpels. 0 Schaden. Ah, schade, war ein Versuch wert. Andere Taktik. Ich husche einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend und suche Essen. Das wirkt jetzt kein bisschen erwärmlich oder so. Oh, Licht geht aus. Aber ich denke mal, wir fahren damit besser. So, da ist der Schlüssel. Den kriegen wir, glaube ich, wenn wir zwischendurch mal drauf waren, schadet ja nicht. Den Schlüssel kriegen wir, wenn wir dieses Säulenrätsel richtig lösen. Aber hier ist nirgendwo was zu essen. Schade. Dann halt auf die alten. Wow, auf die altmodische Tour. Dafür sollten wir doch das Schild wieder in die Hand nehmen. Nein, dann haben wir kein Licht und dann sehen wir nichts. Nichts sehen ist nicht gut. Oh, wir haben 4 Eisbomben. Aber ich glaube, er nimmt nicht großartig viel mehr Schaden, wenn er eingefroren ist. Also gewinnen wir dadurch nur 1-2 Stege. Das bringt nicht wirklich viel. Momentan klappt es mit dem Rumtanzen ja ganz gut. Ja. Auch wenn
ich denn gleich sagen kann. Was hätten wir denn diese Folge geschafft? Wir haben zwei Ogre getötet. Und einen Heiltrank verschwendet. Hey, wir haben richtig guten Rhythmus drauf. Tum-tum-tsch, tum-tum-tsch, tum-tum-tsch. Ja, RPG-Musik. Ey, der Schlag war nicht im Rhythmus. Au, 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 der war ganz und gar nicht im Rhythmus. Dum-dum-tsch, dum-dum. Nein, du stehst falsch. Dum-dum-tsch. Dum-dum-tsch. Dum-dum. Naja, krieg ich nicht mehr hin. Einmal aus dem Takt und schon vorbei. Weh, der bringt dich jetzt um. Wir haben zwischendurch ja einmal abgespeichert, aber trotzdem. Wir müssen definitiv was zu essen suchen, bevor wir hier irgendwie weiter Monster töten. Also wir können gleich versuchen, das Schlüsselrätsel zu machen. Und hoffen, dass dann da irgendwo eine Nische aufgeht, wo Essen drin ist. Aber sonst pushen wir kurz zum blauen Kristall. Und speichern das dann wieder ab. So, hier war irgendwo ein Zettel gewesen. Mit der richtigen Reihenfolge. Ich glaube, den Zettel... Ah, nee. Die Säulen waren der Hinweis. Links, rechts, links, links. Also oben, unten. Oben, oben. Nein, nochmal hoch. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5 Schalter. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Säulen. Okay. Unten, oben, unten, oben, oben. Unten, oben, unten, oben, oben. Die Falltür ist nicht zu. Okay, dann einmal genau andersrum. Falsche Seite und sehr schön. Schnörkelschlüssel Nummer 2. Aber den werden wir... Wo zur Hölle kommst du jetzt her? Nee, 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 nee. Nein! Nein! Oh Gott!